Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Das ist die DAX-Analyse für Dienstag, den 21.06.2022. Und zum Montag ist unser DAX hier ein bisschen weiter durchs Wasser gewartet. Hat den Kopf ein bisschen weiter rausgenommen und sich ein bisschen höher gedrückt. Wir haben jetzt hier schon mal die 270-300 erreicht. Ist natürlich deutlich unter den Erwartungen. Ne? Wir hatten für den Montag doch ein bisschen mehr eingeplant. Auch trotz Feiertag ein bisschen mehr eingeplant. Und jetzt muss man halt schauen, wie kommt die Amerikaner rein, weil aus ihrem langen Wochenende, weil aus der Perspektive, sage ich mal, wenn er jetzt so einen Kickdown reinkriegt und die treten den am Dienstag um rein aus der Formation, sucht sich der Markt immer in einer Bewegung die Orientierung an der vorherigen. Das heißt, wenn absehbar wird, das wird eine neue Abwärtswelle, wird sich der Markt das hier angucken und wird das als das Richtschnur rannehmen. Und dann kann er natürlich ordentlich was unten rauspulvern. Wir könnten mal kurz anlegen. Wenn wir uns 1 zu 1 machen, habe ich jetzt. So, ich trinke ab mal vorausgesetzt, es bleibt bei dem Tief. Aber dann kann man durchaus 12, 8, 70. Na, das wäre schon mal ein Mindestziel von so einer Bewegung, wenn der Markt sich daran orientiert. 12, 8, 70, 12, 77, 12, 600. Das wären dann so mögliche Bewegungsziele. Dennoch war Feiertag. Ja. Deswegen ganz genau hingucken, wie kommt der rein. Also mir war ein bisschen zu wenig gewesen. Ne? Ich weiß, es ist Feiertag und normal sagen wir an Feiertagen immer, ja, der bewegt sich früh und dann bleibt er einfach stehen, aber er hat ja das gemacht, was wir gesagt haben. Er hat sich über die 200 geschoben und er ist ganz langsam hochgekleckert. Genauso haben wir es gestern gesagt. Ne? Dieses, der muss ja nicht schnell machen, der kann er einfach langsam hochkleckern, aber es ist zu wenig. Also ich hätte ihn schon gerne im Bereich um 400 gesehen zum Montag, durchaus, weil ich meine, hoch zu brauchen wir immer länger am DAX. Aber nicht am Tief weg. Am Tief weg langsam hochkommen ist immer schon so eine kleine, naja, wo man sagen muss, hui, vielleicht kommt ja doch noch ein Tief. Ne? Deswegen da gucke ich da genau hin. Sollte der aber oberhalb der 300 in den Dienstag reingehen und der drückt sich früh schon relativ hoch, man holt quasi Anschlusspotenzial auf oder holt einfach Anschluss auf, den er am Montag verpasst hat, dann bleibe ich trotzdem noch dabei, dass wir hier oben im Bereich 400 einen attraktiven Bereich haben, 400, 420 und dann eben auch hier oben diesen Gap-Close, der da war bei 5,55 etwa, 5,50, ja, 13,55. Das wären so für mich die Ziele oben jetzt, ja, wenn der Dienstag positiv verläuft, wenn sich der DAX oberhalb der 300 rausdrückt, dann sehe ich den da eher in die Bereiche wieder reinlaufen, dass wir einfach hier das V fertig kriegen, gegebenenfalls dann später im Wochenverlauf eine SKS bauen können, eine inverse SKS natürlich, ja, aber das muss dann alles kommen. Sollte der zum Dienstag aber runtergetreten werden und die Amerikaner machen Gap-Close, der DAX machen Gap-Close, dann wird das auf 13.000 hinauslaufen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie den hier drin gedreht kriegen. Es ist grundsätzlich alles möglich, ja, aber es ist schwer, das ist unheimlich schwer, den dann hier drinnen zu fangen. Im Bereich vom mittleren Band, vielleicht so um die, was ist das hier, 13,15, aber nee, eigentlich nicht. Ja, also kriegt der zu viel Schwung nach unten rein, auch unterhalb von 200 oder so, dann wird es schon fast eher eine 13.000 anpeilen, 12,985, den Gap-Close hier einmal unten zu und wie gesagt, dann geht er bestimmt auch tiefer. Ja, orientiert euch da ein bisschen an den Zielen, die wir vorher noch mit drin hatten. Und ja, Punkt, das sind die Möglichkeiten auf der Unterseite. Wie gesagt, es ist mir ein bisschen zu langsam. Ich würde deswegen trotzdem, man sieht es auch auf Tagesebene, ja, baute deutlich von dem Druck ab, den er aufgebaut hat. Ich würde ihn trotzdem nicht schlecht treten wollen. Ja, also wenn der über 300 performt am Dienstag, das ist vollkommen okay, dann darf er da oben weiter. Aber das ist halt schon echt wackelig. Ne? Also unter 200 sollte er zum Dienstag nicht. Das wird sonst ein bisschen dolle. Der wird dann einfach anfällig, da nochmal auf neue Tiefs getreten zu werden. Ja. Gut. Okay. Dann ja, brauchen wir gar nicht mehr besprechen. Wird es dabei belassen. Mach hier das Video zu. Wünsche euch viel Erfolg, gutes Gelingen zum Dienstag. Und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss.